Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Dungeon Defenders 2, immer noch in der Pre-Alpha. Heute spielen wir Littlehorn Valley und haben einen dabei, einen Magier auch. Wir spielen jetzt einfach zu zweit als Magier, denke ich, außer er hat noch einen zweiten Charakter. Und ich habe keine Ahnung, wie wir hier verteidigen sollen, denn... okay. Wunderbar. Tja, ich habe das Spiel, diese Map hier euch einmal gezeigt, wo die Gegner so rumgebackt haben. Vielleicht erinnert ihr euch. Allerdings, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man hier jetzt am besten verteidigt. Und... If you played it... Okay, sehr schön. Das heißt, do two frost towers at each barricade with Geysir and Elec Aura. Ja. Das heißt, eigentlich erledigt der die Gegner nur mit einer Elektro-Aura, könnte man so sagen. Tja, gut, dann, two barricades oder one? Barricade, okay. Dann würde ich sagen, er baut einfach mal... Barricades. Ups, das war sogar richtig. Ja, ich muss mich natürlich jetzt ein bisschen hier mit den Leuten unterhalten. Deswegen kann es bei der Moderation zwischendurch etwas schwierig werden. Aber ihr wisst ja, wie das ist, ne? Denke ich mal. Ich denke, er platziert jetzt die Barrikaden. 80 Tower Health. Das ist gut, oder? Ich weiß es nicht. Naja, er soll einfach mal machen und wir bauen dann da Zeug hin, wo er meint. Ich muss gerade ein bisschen überlegen hier bei der Map. Do you have a only standard equip standard. Da sage ich jetzt was Falsches. Haben wir einen Mönch dabei? Ja. Allerdings, ich frage mich gerade, hier sieht man die Punkte. Der hat 80 auf Tower Leben. Da haben wir nur 45 drauf. Allerdings haben wir mit dem hier 1000 im Angriff. Hui. Vielleicht hat er noch was Besseres. Ansonsten würde ich sagen, wir bauen einfach mit unserem Standardmönch die Elektroauren auf. Das ist ja durchaus auch möglich. Na gut, aber wenigstens können wir dann was bauen. Wenn er den nicht im Deck hat, dann bauen wir halt überall die Elektroauren hin. Na, an jede Barrikade, hat er gesagt, bauen wir eine kleine Aura. Wo haben wir die denn? Die Nummer 5 müsste das sein, oder? Jawohl. Ich kann leider nicht rauszoomen, während ich hier baue. Ich baue die mal etwas so, dass die... Moment, kann die da unten auch noch dran? Na egal, lassen wir es erstmal so. Das hier können sie noch verbessern. Die Texturen hiervon sind nicht schön gelungen. Das heißt nicht schön gelungen, das ist überhaupt nichts. Das sind keine Texturen. Ja gut, aber der hat die Jägerin, das ist schon mal sehr praktisch. Ja gut, wenn er den Mönch nicht im Deck hat, dann wird er wohl jeden anderen drin haben. Ich frage mich gerade, ob das hier so klug ist. Ich denke, wir sollten die hier kurz wegtun und die möglichst weit links hinbauen. Dass wir auch noch da unten welche... Ah, das wird schwierig sein, die auch noch mitzuerwischen, weil die so weit weg sind. Von der Lane her. Da kommt noch eine Elektroaura hin. Einfach überall, wo er eine Barrikade hingebaut hat. Ich bin mal gespannt, ob noch jemand anders hier reinkommt ins Spiel. Wäre natürlich eine ziemlich coole Sache. Denn zu zweit wird das Ganze etwas schwierig werden. Ja, kann ich.
Wo meint er denn? Hier unten. Huch. Verdammt, jetzt bin ich auf die rechte Maustaste gekommen. So, wunderbar. Funktioniert doch irgendwie. Irgendwie klappt das doch. Hier können wir auch noch eine schöne Aura hin tun. Ich finde interessant, dass die mittlerweile auch auf dem Boden sind, die Auren. Also, dass man dafür auch generell Platz braucht. Früher war das ja so, dass die Auren einfach materiellos da waren. Hey, all, check this out. This one too. Okay, da vorne ist anscheinend noch irgendwas schiefgelaufen. Ich bin ein Held. Ein Held meinesgleichen. Wo ist er denn? Da unten. Ich bin echt heute ein bisschen, naja, ne? Verpeilt. Gut, wir können ja mal gucken, wer dann die Türme baut vom Magier. Hier hat er noch einen Geysir. Okay, hier ist überall ein Geysir. Das heißt, wir können auf jeden Fall jetzt wechseln. Ich bleibe auf jeden Fall auch gleich beim Mage. Deswegen swappen wir sowieso. Der hat am meisten Attacke und das will ausgenutzt sein. Vielleicht können wir dann hier hinten auch noch ein bisschen was hinbauen. Ich meine, der andere... Ja. Oder wir lassen ihn kurz bauen. Mir ist das egal. Ah, okay, der baut die da oben hin, um auch da unten zu erwischen. Oder nur damit die nicht angegriffen werden. Interessante Idee. Naja, probiert ein bisschen aus. Alles klar. Ich sehe schon, entweder dauert das Match hier richtig lange oder es dauert echt kurz. Ein Match, das kurz dauert? Hm. Ich könnte... Okay, ich frage ihn mal, wie viel Mana er noch hat. Und dann, okay, gut, dann bauen wir noch ein paar mehr. Ich weiß nicht genau, wo der die am liebsten hinhaben möchte, aber ich denke mal, wenn wir die so bauen, dann müsste das eigentlich passen. Ich frage nochmal kurz nach, weil die natürlich keinen Schaden machen. Finde ich komisch, wenn wir da jetzt nur die Türme hinbauen und keine... Okay. Wir haben so viele Defense-Units danach noch frei, dass wir da eigentlich theoretisch noch viel mehr hinpacken könnten. Ach so, ja. Ist natürlich eine lustige Idee, was der da hat. Ich würde sagen, wir bauen erstmal hier nur einen Frostturm hin und gucken, dass wir dann am Ende noch upgraden, weil wir nicht so viel Mana haben, dass wir jetzt überall... direkt zwei hinbauen können. Nice plan. But we have so many to use. There will be space. Space. For extras. Kann man ja einfach mal so sagen. Vielleicht sieht er das ja genauso. Ich meine, bei den ganzen Defense Units. Gut, dann würde ich sagen, wir können starten, denn ich habe keinen Mana mehr und... Können wir nicht mehr viel machen, ne? Gucken wir mal, dass wir ungefähr gleich die Map verteidigen und das quasi gerecht aufteilen. Boah, ich bin so stark. Guckt euch das an. Sie sterben wie die Fliegen, obwohl sie ein höheres Level haben als ich. Was ich gerade irgendwie amüsant finde. Naja.
Es könnte dennoch haarig werden, denn die Fetten hier machen dennoch Ärger. Gerade wenn ich jetzt hier nicht aufpassen kann. Ich werde mal einfach Linksklick gedrückt halten. Geht ja genauso gut, wie wenn ich einfach Linksklick spamme. Scheint ja exakt so schnell zu feuern. Beziehungsweise Linksklick sogar genau dann immer wieder, wenn es wieder geht. Ich repariere mal den Turm. Ist ja fast kaputt. Eieiei. Kommen aber schon gut durch hier, ne? Ich finde es sehr lustig, wie die geschockt werden, wenn die nass sind. Das ist echt eine coole Sache. Also, ah, du, meine Güte. Versuchen wir mal mit unseren Fähigkeiten nicht zu geizen. Denn die sind jetzt hier garantiert sehr hilfreich. Gehen wir mal erst noch hier rüber. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen was machen. In der Zwischenzeit. Kann ich das hier reparieren vielleicht? Dass das nicht kaputt geht jetzt. 8%. Hallo? Ich wollte die Aura reparieren. Verdammt! Die ist nämlich jetzt gleich kaputt. Und dagegen kann ich leider sehr wenig machen. Generell kann ich hier gerade sehr wenig machen, denn wir bräuchten eigentlich mehr Spieler auf der Map. Und dabei wollte ich die so gerne mal zeigen. Und die selber auch gespielt haben. Ist ja ein bisschen Egoismus auch mit drin. Aber trotzdem, ist doch Mist. Mensch! Main Barricade ist under attack. Ja, super. Fallen um, aber nicht schnell genug, ne? Eieiei. Wo ist denn hier noch ein Gegner? Buildface. Okay, wir sollten jetzt zuerst mal den Anti-Air bauen. Na, wenigstens sind wir einer Meinung. Gut, dann gucken wir mal kurz, dass wir den Mönch nehmen, weil der den selber nicht hat, und bauen ein paar Anti-Air-Dinger. Dinger ist gut, einfach nur Flugabwehr. Hi, Bong. Bong, gua. Yo. Sehr schön, einer mehr. Dann würde ich sagen, dass er das eigentlich machen könnte, oder? Denn ich habe ja nur den Level 24er. Ich denke, dann lassen wir ihn das einfach bauen. Und bleiben bei unserem Magier. Kann ich nämlich hier hinten schon mal die Frost Tower neu bauen. Beziehungsweise noch mehr dahin bauen. Er... Ich denke, er kann ihm zeigen, wo der denn was hinbauen soll. Ich selber bin da ja gerade nicht so bewandert. Und wir brauchen auch neue Blitzauren. Sehr schön. Der Kerl weiß Bescheid. Das finde ich gut. Der wurde bestimmt eingeladen von ihm. Gehe ich jedenfalls mal von aus. Wir könnten ja auch gleich mal das Tor benutzen, um die Gegner so ein bisschen zu erquetschen. Ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ne? Einfach mal so zerquetschen. Finde ich super. Und wir könnten vor allem hier mal so ein Gerät noch hinstellen. Denn die machen dann doch ganz gut Schaden an der Stelle. Gerade wenn die sich in einer Spare... Achso, der hat nichts mehr. Dann komm mal her. So ein bisschen Mana können wir ihm geben. So. Ich denke, dann sollte es genug sein. Wir haben ja noch zwei Kisten, die wir öffnen können. Von daher können wir doch gerne ein bisschen abgeben. Und danach selber noch was bauen. Ich bin da ja nicht so geizig. Wir arbeiten hier gemeinsam. Und wenn er jetzt andere Türme bauen soll, dann ist das auch ganz hilfreich, wenn ich ihm das Geld dafür gebe. Okay, die bauen das dahin. Muss ich mir mal merken, dass ich das später auch mal weiß, wo die Türme hinkommen.
Boah, der hat echt viel Leben auf den Dingern, ne? Alter Schwede. Die Skala ist echt schön dafür. Kann man nicht anders sagen. Ich repariere den hier erstmal. Hier steht noch einer, okay. Der ist geupgradet, hat er wahrscheinlich selber gebaut und deswegen geupgradet. Ich baue mal hier überall noch die zweiten Türme hin. Also hier die 8. Die kann man hier immer so schön in die Mitte setzen und ich finde die Dinger echt cool. Die sehen von der Attacke her einfach mit am geilsten aus. Machen wir hier unten auch noch so ein Ding hin. Was soll's, kann ja nicht schaden. Hier durch den Gang durch. Das ist bestimmt ziemlich hilfreich, kann ich mir gut vorstellen. Der Turm hier ist fast kaputt. Allerdings würde ich jetzt ungern Mana dafür verwenden, das alles zu upgraden. Denn wir können hier noch ordentlich reparieren und die Frost Tower hier sind noch da. Das ist gut. That should do. Die haben wir nämlich auch nicht mehr, die Blitzauren. Die sollten wir mal auffrischen. Ich denke nicht, dass das reicht, oder? Von der Distanz her. Ich stelle mich mal so hin, dass man das besser sehen kann. So. Doch, ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Gegner werden hochgeschleudert, als Eis verfrachtet, zurückgedrängt und kaputt gehauen. Da kann gar nichts mehr schief gehen.